Es ist vielleicht natürlich ganz nützlich, sich zu verstecken, wenn man etwas sagt zu diesem Thema, wo wir doch alle Verantwortung und Vertrauen nicht nur schenken, sondern auch empfangen, davon zu sprechen, dass dieses schwindet. Es schwindet in nahezu allen Gebieten, im politischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen, im kulturellen Bereich, auch im kirchlichen Bereich. Nicht trotz der Begeisterung gestern der Jugend Spaniens gegenüber dem Heiligen Vater. Die waren alle der Meinung, dass es ein toller Mann sei, aber nach meiner Information halten sie eher ihn für einen tollen Entertainer und nicht für einen, und halten sich weniger an das, was er sagt. Das ist natürlich ein Problem. Und wir können jetzt nicht einfach vom Phänotyp her, von der reinen Erscheinung her, leicht davon sprechen, dass sich dabei um Vertrauen handelt. Viele jugendliche Menschen vertrauen den Kirchen nicht mehr. Deshalb, weil die Kirchen, das sei nur einmal hier vorweg als einer der möglichen Gründe, fundamentalen Misstrauens erwähnt, weil viele Kirchen nicht das tun, was sie sagen, nicht den Ansprüchen gehorchen, die sie nach außen vertreten. Und das stört junge Leute weit mehr, auch schon an ihren Eltern übrigens, als uns Erwachsene. Warum stört das uns weniger? Es stört uns sicher weniger, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass die Menschen edle Ideale vertreten und auch behaupten, sie würden sie in ihrem Herzen vertreten, nicht nur nach außen im Tun, in Wirklichkeit aber sich um einen Dreck darum kümmern, wenn es der eigene Nutzen ist. Wenn der eigene Nutzen anderes erfordert. Wir müssen einmal, denke ich, zurückgehen, um diese Erscheinung, die jetzt hier in einer dramatischen Weise in den letzten 4, 5 Jahren und jetzt auch in den kommenden Jahren voraussichtlich auf uns zukommt, nämlich das schwindende Vertrauen und die schwindende Verantwortung des Einzelnen in sozialen Systemen, aber auch der sozialen Systeme gegenüber den Einzelnen, besser zu verstehen. Wenn wir mal in Deutschland gut 100 Jahre, 120 Jahre zurückgehen, in das Ende des Merkantilismus, in anderen Jahren hat er schon 30, 40 in England, 30, 40 Jahre früher aufgehört. Dann hatten wir eine wohlgeordnete Struktur. Und zwar war die wohlgeordnete Struktur bestimmt durch die Einheit von Ökonomie und Politik. Die Politik hat bestimmt, was an Handwerkern oder an sonstigen Dienstleistungen in einer konkreten Gemeinde, Stadt, aber auch kleineren Gemeinde, sich niederlassen durfte. Es gab keinen Wettbewerb. Der Wettbewerb ging über die Politik und nicht der, des Schreiners mit dem Schreiner und des Buchbinders mit dem Buchbinder und des Arztes mit dem Arzt. Es wurde ein strenger Numerus Clausus eingehalten, der den Bedürfnissen der Stadt oder im Allgemeinen der Stadt entsprach. Und man hat nur so viele zugelassen, übrigens dann auch zur Gesellenprüfung und dann auch zur Meisterprüfung, wie dann erwartungsgemäß in diesem Ort verlangt wurde an Dienstleistungen, gleich welcher Art, oder auch an Waren, an Produkten, die man herstellte, Flüge oder Gartengeräte oder was auch immer so in Kleinstädten hergestellt wurde.
als verwandt wurde, als verbraucht wurde. Die Nachfrage bestimmte nicht den Preis, jetzt bestimmt ausschließlich die Nachfrage den Preis der Ware, sondern die Nachfrage wurde reguliert und bestimmt durch die von der weltlichen Macht vorgestellte Nachfrage. Die Nachfrage wurde überprüft und wenn Nachfrage größer war als das Angebot, wurde dann ein weiterer Handwerker oder was es auch immer gewesen sei, bleiben wir ruhig beim Beispiel des Handwerkers, denn im Merkantilismus war sicher der Handwerker im ökonomischen Bereich die führende Instanz, wenn man vom Handel mal absieht. Und durch diese Verbindung von Staat oder von Stadt, also von Stadt und Ökonomie, kam es dazu, dass es kaum ernsthaften Wettbewerb gab. In manchen Städten, in großen Städten, zum Beispiel in Nürnberg, aber auch in anderen großen Städten, war es damals so, im Merkantilismus, dass sich der Bauherr nicht etwa seine Leute aussuchen, den Maurer und den Dachdecker und so weiter, und den Schlosser aussuchen durfte, sie wurden ihm zugeteilt. Und auf diese Weise gab es keinen Wettbewerb. Und wenn es keinen Wettbewerb gibt, dann ist die Sache mit Verantwortung und Vertrauen schon mal sehr viel einfacher. Ich werde jetzt nicht versuchen, auf den Aspekt der Macht den Akzent zu setzen. Ich glaube nicht, dass die Macht die Ursache mangelnder Verantwortung, mangelnden Vertrauens ist, sondern dass umgekehrt mangelndes Vertrauen und mangelnde Verantwortung zur Ausübung von illegitimer Ausübung von Macht führt, also umgekehrt. Ich möchte annehmen vielmehr, dass der Wettbewerb, so wie er sich im frühen Manchester-Kapitalismus entwickelte, dann aber auch etwas später, wir haben hier dann noch so einige Zwischenstufen gehabt, in dem der Staat noch weitgehend regulierend eingriff. Der Manchester-Kapitalismus, der bei uns erst so um 1905 ernsthaft Einzug hielt, dass dieser Wettbewerb Grund war für schwindende Verantwortung und schwindendes Vertrauen. Und je stärker der Wettbewerb wurde, umso mehr sind Vertrauen und Verantwortung im zwischenbetrieblichen Bereich und von da aus dann früher oder später auch im innerbetrieblichen Bereich, vor allen Dingen als der Arbeitsmarkt ein Wettbewerbsmarkt wurde. Früher war er nicht, im Merkantilismus war es kein Wettbewerbsmarkt. Da wurden zu jedem Beruf nur so viele im Ort zugelassen, wie gebraucht wurden. Dass der Wettbewerbsmarkt der eigentliche Grund ist für die jetzige Situation. Wir nennen das der frühe englische Merkantilismus, also in England ist der Merkantilismus am frühesten und am ehesten in den Kapitalismus, den sogenannten Manchester-Kapitalismus, daher das Wort für den frühen Kapitalismus, übergegangen. In Frankreich und Deutschland kam es ein bisschen später. Wie gesagt, da gab es noch Zwischenstufen zwischen Merkantilismus und Kapitalismus. Der deutsche Kapitalismus ist relativ spät erst gekommen, weil relativ lange staatliche Reglement, bis zum Ersten Weltkrieg fast, staatliches Reglement dafür sorgte, dass vor allen Dingen im Arbeitsmarkt kein Wettbewerb auftrat.
Das, worunter wir heute so sehr leiden, ist ja eigentlich der Wettbewerb im Arbeitsmarkt. Nicht im Geldmarkt, im Wertpapiermarkt, im Warenmarkt, im Außenmarkt ist der Wettbewerb noch halbwegs erträglich. Er wird jetzt unerträglich, und das ist die erste Stelle, an der er unerträglich wird, dass von daher Unerträglichkeiten auch noch weiterhin sich ausdehnen. Er wird unerträglich auf dem Bereich des Arbeitsmarktes, und das haben wir zum ersten Mal gesehen, 1929 bei der großen Wirtschaftskrise von 1929, die dann Keynes versuchte in einer General Theory zu beheben, indem er diese fünf Märkte, Außenmarkt, Geldmarkt, Warenmarkt, Wertpapiermarkt und Außenmarkt, dass er diese fünf Arbeitsmarkt wieder diese fünf Märkte ins Gleichgewicht brachte. Der frühe Kapitalismus, der Manchester-Kapitalismus, übrigens auch bis heute haben wir keine entsprechende Theorie, nachdem Milton erledigt ist, also falsifiziert, alle Versuche Milton zu falsifizieren sind gelungen und somit gilt Milton als Neo-Kapitalist, als Neo-Klassiker, als überholt und es war eines der großen letzten Worte des Präsidenten der Deutschen Bundesbank, bevor die in wesentlichen Funktionen aufging, in der Europäischen Zentralbank, dass wir heute über keine Theorie mehr verfügen, die makroökonomische Prozesse aufeinander zuordnet und Veränderungen in einem Bereich auf den anderen Bereichen abspiegelt und dass wir de facto im Arbeitsmarktbereich keine Lösung finden. Wir können machen, was wir wollen. Der Arbeitsmarktbereich ist gestört und wir haben eine Marktverwerfung. Und selbst Keynes, der versucht hat, diesen Arbeitsmarkt wieder in die anderen Marktbereiche hineinzunehmen, ist daran gescheitert. Nicht? Der letzte keynesianische Versuch ist unser Grundgesetz, wo dann ausdrücklich drinsteht, ich weiß nicht unter welchem Artikel, werden es einige Damen und Herren von Ihnen besser wissen, in einigen Artikeln immerhin drinsteht, dass zur Abwendung des wirtschaftlichen Gleichgewichts der Staat sich auch mehr als zur Investition auch im konsumtiven Bereich verschulden darf. Nicht, das ist typisch Keynes. Keynes war der Meinung, dass nur der im Konsumbereich sich verschuldende Markt, Staat, dass hier nur dieser Staat wieder regulierend den Arbeitsmarkt integrieren kann in die vier anderen Märkte. Also er hat als erster einen Gleichgewichtszustand hergestellt zwischen allen fünf Märkten. Und nicht nur zwischen den vier Märkten wie die Klassik. Wie ist es aber, wenn wir einen Überhang an Arbeit haben, mit Verantwortung und Vertrauen im Unternehmen bestellt? Man kann sehr verschiedene Antworten darauf geben. Der Staat kann durch Kündigungsschutzgesetze natürlich eingreifen. Das hat den Nachteil, dass er früher oder später unbezahlbar wird, wie wir das gerade in der Bundesrepublik Deutschland erleben. Nicht durch die Kündigungsschutzgesetze sind die durch die Sozialgesetzgebung zugesprochenen Gelder nicht mehr aufzubringen. Vor allen Dingen, wenn wir unter der Verschuldungsgrenze von 3% Bruttoinlandsprodukt bleiben wollen. Und die Arbeitslosigkeit schreitet weiter fort und wir sehen
Licht am Ende dieses Tunnels. Verantwortung und Vertrauen sind sicher in einem Unternehmen notwendig für einen Mikroarbeitsmarkt, den Arbeitsmarkt im Unternehmen. Aber sie sind auch, denke ich, im Makrobereich notwendig, um einen sinnvollen Arbeitsmarkt aufzubauen. Durch Gesetze geht es nicht. Wir haben eine Überregulierung durch die Gewerkschaften. Wir haben eine Überregulierung des Arbeitsmarktes durch den Gesetzgeber. Und in beiden Fällen, beide haben ein einziges Ziel, nämlich diesen Staat zahlungsunfähig zu machen. Jedenfalls innerhalb der EU-Gesetze, EU-Verordnungen. Nicht? Wir können wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht mehr unter 3% Bruttoinlandsprodukt Neuverschuldung kommen. Es sei denn, es gelingt uns am Arbeitsmarkt wirklich etwas ganz Neues zu finden und zu erfinden. Nicht? Und davon gibt es ja Dutzende von Möglichkeiten. Nicht? Fünf Mann tun sich zusammen und einer davon geht freiwillig in die Arbeitslosigkeit für ein Jahr und dann der nächste und so weiter und so weiter. Sie kennen diese Modelle wahrscheinlich. Das würde zwar die Arbeitsmarktproblematik lösen, aber kaum die Problematik, die zwischen Menschen dadurch entstehen würde, lösen und ihren Familien. Stellen Sie sich mal vor, was würde Ihre Frau sagen, wenn Sie ein ganzes Jahr arbeitslos zu Hause rumsäßen? Wäre wahrscheinlich nicht für alle besonders erfreulich. Vor allen Dingen, wenn Ihr Garten nicht größer als 10 Quadratmeter ist. Ja, und wenn wir jetzt vom Wettbewerb her versuchen, diesen im innerbetrieblichen wie zwischenbetrieblichen Wettbewerb her, diesen Schwund an Verantwortung und Vertrauen erkennen, dann bleibt es uns erspart, die Frage, ist Macht reguliert durch Institutionen oder durch Gesetze und in welchem Umfang war sie immer unter Institutionen und Gesetze reguliert, zu beantworten. Ich weiß, dass viele Autoren das nach wie vor behaupten, dass Macht der eigentliche Ursprung alles Übels sei. Aber dann hätten wir im Römischen Reich wahrscheinlich sehr viel mehr an Misstrauen und mangelnder Verantwortung gehabt als heute. Und die Macht hat nämlich im Laufe der Zeit nicht abgenommen. Denken wir an die von mir vielleicht etwas verherrlichte Zeit des Merkantilismus. Die entsprach politisch dem Absolutismus, einer sehr viel intensiveren Form der Machtkonzentration als in einer Demokratie. Nicht? Und unter dieser Zeit hatten wir keine Arbeitslosigkeit. In dieser Zeit hatten wir Kooperation zwischen den Schornsteinfegern, den Landschaftsgärtnern, den Häuserbauern in einer Ortschaft, einer Stadt am ehesten. Die Frage, wie kommt es dazu, dass wir in eine Situation hineingekommen sind, das Vertrauen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch Verantwortung zunehmend des Einzelnen zunehmend schwinden, es sei denn durch den Wettbewerb und nicht durch Macht. Nicht, denn der Mächtige wird ja versuchen, möglichst viel Vertrauen an sich zu ziehen und er wird versuchen, möglichst viel
an Verantwortung auf sich zu ziehen. Wie Sie alle wissen, wenn Sie irgendwo in einem Unternehmen irgendwas zu sagen haben, dann saugt der Mächtige, in Anführungszeichen, oder der Machtausübende, möglichst viel Verantwortung und möglichst viel Vertrauen an. Vor allen Dingen Verantwortung. Verantwortung ohne Vertrauen wird uns noch beschäftigen. Ich will jetzt ein Modell vorstellen, das parallel, ist zwar von Karl Marx mitentwickelt worden, aber auch von Karl Marx mitgedacht worden ist. Er war der Meinung, dass der Entgegensatz zwischen im Merkantilismus zum Kapitalismus im Wesentlichen kam durch eine neue Form der Ausbeutung. Im Merkantilismus gab es praktisch keine Ausbeutung, weil der Staat oder die Stadt oder jedenfalls die öffentliche Hand dafür sorgte, dass so etwas nicht vorkommen konnte. Jetzt ist mit dem Merkantilismus ja nun auch der Absolutismus weitgehend zugrunde gegangen und wurde abgelöst durch die Demokratie. In Deutschland ernsthaft erst nach dem Ersten Weltkrieg. Also die Versuche 1848, ein demokratisches System in der Paulskirche zu begründen hier in Frankfurt, ist ja ziemlich daneben gegangen und hat nicht lange gehalten. Wir haben also jetzt eine Parallele zwischen demokratischer Macht, politischer Macht auf der einen Seite und wachsender ökonomischer Macht auf der anderen Seite. Wie kann man die Geschichte der wachsenden ökonomischen Macht versuchen zu beschreiben? Es ist zunächst mal eine Ausbeutungssituation. Der ökonomische Machthabende, der entweder Monopolist ist oder versucht jedenfalls Monopolist zu sein, oder aber seinen Wettbewerber auszustechen, damit hätten wir den Wettbewerb mal wieder, als ein Anzeichen des Bösen. Er versucht, möglichst viel Gewinne für sich zu machen. Und zwar jetzt nicht mehr im merkantilistischen Sinne Gewinne. Der Merkantilismus hat nicht unterschieden zwischen Geld und Kapital. Nicht? Während wir unterscheiden sehr genau zwischen Geld und Kapital. Kapital ist das Geld, das entweder angelegt worden ist, dann ist es Kapitalstock, oder das anlagebereit ist. Der Geldmarkt ist ein fluider Markt, dessen Problematik wir vielleicht auch noch behandeln müssen. Was das bedeutet, dass alltäglich viele Milliarden US-Dollar oder Euros um den Erdball gejagt werden, ohne dass das irgendwo ein Kapitalinteresse hätte. Anlageinteresse hätte. Ich nehme an, Sie wissen, warum dieser Krieg zwischen den USA und dem Irak losgegangen ist. Es ging weder darum, die Person Saddam Husseins zu ermorden, obwohl der Vater von George W. dafür für den Kopf von Saddam Hussein 3 Millionen Dollar ausgesetzt hat. Für jeden, auch jetzt noch. Das würde man in Deutschland Beihilfe zu, oder Aufforderung zum Mord nennen. Oder ob es um die Herrschaft des Öls geht, nachdem Kanada die Durchleitung des Alaska-Öls durch sein eigenes Territorium verboten hat. Wäre das naheliegend? Nein, darum geht es gar nicht. Aber stellen Sie sich mal vor, Saddam Hussein hat ein enormes Verbrechen begangen. Das Verbrechen, was man überhaupt begehen kann,
Er hat nämlich seine erlaubten Ölexporte nicht auf Dollar faktoriert, sondern auf Euro faktoriert. Was die Folge hatte, dass jetzt auch ein Drittel der Länder, der arabischen Länder, auch auf Euro faktorieren. Und das hat die Folge, dass der Dollar immer wertloser wird. Die Nachfrage nach Dollar nimmt ab. Keiner braucht Dollars, um Öl zu kaufen. Alle brauchen Dollars, Euros, um Öl zu kaufen. Nicht ein solches Verbrechen, Öl ausschließlich auf Euro zu faktorieren. Das kann nur durch Krieg gesühnt werden oder die US-Wirtschaft geht in 5-6 Jahren zugrunde. Das war höchste Zeit. Mich wundert bis zum heutigen Tage, dass, soviel ich weiß, jedenfalls von den allgemeinen mir zugänglichen Zeitungen, keine, mit Ausnahme der Schweizer Zeitungen, der großen Schweizer Zeitungen, vor allen Dingen der Neuen Zürcher, das als eigentlichen Kriegsgrund erkannt hat. Sondern wir schütteln alle den Kopf und sagen, nun, den Saddam kriegt er nicht. Mit dem Erdöl wird auch nichts, das dauert 6 Jahre, bis das mal über das Maß des schon bisherigen, bisher erlaubten fließt. Das muss also einen anderen Grund gehabt haben. Jetzt wird natürlich irakisches Erdöl wieder auf Dollar faktoriert exportiert. Und die Amerikaner haben auf diese Weise Dollars drucken können, so viel wie sie wollen, ohne dass es inflationäre Züge annahm, solange wie die Japaner oder die Erdöl exportierenden Länder diese Dollars, mit denen ihr Erdöl bezahlt wurde, einfach in Safe gesteckt haben, ja? Aus dem Verkehr gezogen haben. Das ist ohne jede Inflationsgefahr möglich. Ich wollte nur damit andeuten, wie verdreht und verkehrt die Welt ist, geworden ist. Und dass Währungen und der Wettkampf der Währungen, der Wettbewerb der Währungen untereinander, um nur einen Wettbewerb zu nennen, dazu führt, dass sowohl die USA als auch der Irak das Vertrauen, aber auch die Verantwortung für das, was wirklich bewirkt werden sollte durch diesen Krieg, nicht offen eingestanden haben. Wir werden an der Nase herumgeführt, das geht auf keine Kuhhaut. Von der Politik. Auch übrigens von der Makroökonomie. Ja, also was war am Anfang, nachdem jetzt der Merkantilismus zu Ende war, mit Verschiebungen von 10, 15 Jahren von Land zu Land, verschieden etwas also. Die Idee des Merkantilismus war der private Reichtum des Fürsten oder des Landes, des Königs oder Kaisers mit dem Ziel, mit der Begründung, dass der am meisten Geld hat, ja auch am meisten Soldaten einkaufen kann und dafür fremde Länder besiegen kann. Diese törichte Auffassung des Merkantilismus ist aufgegeben worden im Kapitalismus, dadurch, dass man sagte, es kommt darauf an, dass ich Kapital habe, also anlagebereites und anlagewilliges Geld, das kann ruhig Fremdgeld sein, da bin ich bereit, Zinsen für bezahlen, also Geld für zu bezahlen. Wenn es mir gelingt, Geld auf diese Weise in Kapital zu wandeln, dann habe ich es geschafft, dann ist es gut so, solange wie ich mich nicht überschulde. In
Die erste Stufe war der Versuch, den Konsumenten auszubeuten. Also der Produzent hat versucht, den Konsumenten auszubeuten. Und da beginnt eigentlich der Ursprung von mangelndem Vertrauen und auch sicher mangelnder Verantwortung. Ich will nicht sagen, dass das für alle Handwerker gilt. Es gibt noch Handwerker, die im Geiste zu einer anderen Welt gehören, nämlich in die Welt des Merkantilismus gehören. Die sauber arbeiten und nicht arbeiten, um möglichst in kurzer Zeit möglichst viel Geld zu bekommen, nicht zu verdienen, zu bekommen, zu erhalten. Also der Erste, der ausgebeutet wurde, war der Bürger. Und nachdem jetzt in die Städte nicht mehr kontrolliert einwandern durften die Handwerker verschiedenster Herkunft, da wurden jetzt in den Städten auch die Ausbeuter, die Richtung der Ausbeutung ging auf den anderen Ausbeuter. Der Handwerker beutete den anderen Handwerker, den Mitbewerber aus, begegnete ihm prinzipiell mit Misstrauen, begegnete ihm prinzipiell auch mit einer gewissen Verantwortungslosigkeit. Wir haben also erstens die Ausbeutung nach dem Ende des Merkantilismus, dass der Bürger ausgebeutet wurde, was der Merkantilismus unmöglich machte, weil die Preise vom Staat oder von der Stadt festgesetzt worden sind und die Qualität vom Staat oder der Stadt festgelegt worden sind. Dann durch den beliebigen Zuzug von Handwerkern in eine bestimmte Stadt begann der Ausbeuter den anderen Ausbeuter. Der Kunde blieb immer noch ausgebeutet, selbstverständlich. Es kam nur noch ein zusätzliches Ausbeutungsobjekt dazu, nämlich die Ausbeutung des Ausbeuters. Nicht? Wie kann ich über Wettbewerb mir Zusatzerträge erwirtschaften? Es ist die Frage, ob das anders möglich ist als durch Ausbeutung. Kann ich mir Zusatzerträge tatsächlich erwirtschaften, dadurch, dass ich wirklich immer Treu und Redlichkeit übe, wie das im Merkantilismus war? Dadurch, dass ich verantwortet meinen Laden führe? Dadurch, dass ich Vertrauen habe? Ich weiß es nicht. Ich wohne in Valdörn, das ist ein kleines Städtchen im Odenwald. Und da ist es noch üblich, dass man alle Verträge noch durch Handschlag macht. Ich habe mir da ein schönes kleines Holzhaus bauen lassen. 8 cm Holz, 8 cm Holz, dazwischen 8 cm Isolationsstoff. Und wir haben alle Verträge von der Errichtung des Hauses bis zur elektrischen Anlage, bis zur Zentralheizung, alles was anfiel, alles nur sind Handschlagverträge gewesen. Kein Vertrag wurde schriftlich gemacht. Das heißt, ich habe mich merkantilistisch verhalten. Das hat dazu geführt, dass auch meine Handwerker sich merkantilistisch verhalten haben. Die haben untereinander auch kaum Wettbewerb in Valdörn. Da gibt es eben halt nur einen, der dominant für Elektrik verantwortlich ist, das ist der RHS, und nur einen, der verantwortlich ist, für Heizungswesen, und die brauchen untereinander keinen Wettbewerb zu machen.
Und dann, das hat den Vorteil gehabt, dass wir auf dieser Ebene, dass wir den Kapitalismus mal verlassen haben, ein solches Vertrauensfeld haben aufbauen können, dass wir, als wir eingezogen sind, da hatte mein Sohn seinen elektrischen Heizofen, wollte er einführen und dann fiel uns immer die Sicherung raus. Da aber keine der Sicherungsdinger runtergefallen war, wussten wir nicht, dass neuerdings nicht nur der Nullleiter, wenn er Strom bekommt, die Leitung unterbricht, sondern auch die Erde, wenn sie Strom bekommt. Und dann haben wir angerufen beim Elektriker, beim Herrn Hiss. Das war so zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Und er hat sich ins Auto gesetzt und ist mit seinem Morgenmantel zu uns gekommen, 7 Kilometer, und hat uns gezeigt, wo man den Blechhebel da hoch macht, wenn die Erde Strom hat. Ja, Vertrauen, ja. Wenn Sie der Meinung sind, man müsste 8 Tage auf einen Handwerker warten, gibt es bei uns nicht. Wenn ich irgendeine Schwierigkeit habe mit meiner Heizung, die ist 2 Stunden später, ist er da und behebt die. Das ist Vertrauen und Verantwortung, allerdings noch ganz, ich nehme das jetzt mal bewusst auf, weil das auf den Dörfern noch möglich ist, dass sie weitgehend noch nicht in einer kapitalistischen Wirtschaft leben, sondern noch weitgehend in einem Wirtschaftsraum leben, den man eben halt nicht kapitalistisch, sondern präkapitalistisch nennt. Also merkantilistisch vielleicht nennt. Aber das schwindet. Als ich 1977 da einzog, habe ich meine Autotür abgeschlossen. Da kam ein Bauer zu mir und sagte, Herr Lei, bei uns schließt man die Autos nicht ab. Nicht? Bis dann mein Auto so 10, 15 Jahre später gestohlen wurde und die Versicherung Krach gemacht hat, und deshalb müssen auch da die Autos abgeschossen werden. Nicht, wenn man nicht der Versicherung, des Versicherungsschutz verlustig gehen will. Also, das ist die heutige Situation, dass das eigentliche Ausbeutungsobjekt der Wettbewerber ist. Der Wettbewerber. Als der Wettbewerber, was eigentlich das Grundprinzip, was hinter dem Kapitalismus steht, das muss ich erst noch nennen, für den Fall, dass ich es vergessen haben sollte. Das Grundprinzip ist für das Kapital, bitte nicht für das Geld, für das Kapital eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften, die es mir erlaubt, wieder dieses Kapital, anlagebereit und anlagewillig, wieder in einen wachsenden Produktionskreislauf einzubringen. Das Wachstum ist eines der Grundprinzipien des Kapitalismus und das Wachstum ist sicher auch eines der Voraussetzungen dafür, dass wir oft in einer sehr unzufriedenstellenden Weise unter mangelndem Vertrauen und mangelnder Bereitschaft leiden, Verantwortung zu übernehmen. Nachdem dieses geschehen war, früher oder später, ist in jedem Dorf der Wettbewerb oder in jeder kleineren Stadt der Wettbewerb, der Wettbewerbsdruck so groß, dass man, um eine rentable Anlage für das freie flottierende Kapital zu finden, woanders hingehen muss.
Und da ist man, hat man dann so in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts oder auch ein bisschen früher die Kolonien entdeckt und hat damit neue Absatzmärkte und neue Nachfragemärkte geschaffen. Und auf diese Weise kam dann wieder Kapital ins Land und auf diese Weise wurde dann auch eine zureichende Rendite für das anlagewillige und anlagebereite Kapital geschaffen. Nicht und als dann eines schönen Tages, so 1945, die Sache mit den Kolonien nicht mehr ging, da versuchte man halt den Staat auszubeuten durch Subventionen und durch Steuernachlässe und alles Mögliche. Und da der Staat früher oder später das auch nicht mehr mitmachte, die wachsenden Subventionen, sondern blockierte, er hat jetzt schon zu viel Subventionen gemacht und wir müssen dringend von den Quellen, die der Staat hat, an Geld zu kommen. Das sind also Steuern, das ist Sparen, das ist Rückführung von Subventionen. Rückführung von öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen, also Beamtentum und öffentlich-rechtliche Verwaltung einsparen. Wenn der Staat von diesen vier Möglichkeiten Gebrauch machen will, dann liegt es am ehesten, das sehen wir im Augenblick dran, dass man versucht zu sparen, im öffentlichen Dienst, bei Arbeit, im Faktor Arbeit, und zwar der unteren Arbeit, nicht der Angestelltenarbeit und der Beamtetenarbeit, und zum Zweiten in Subventionen. Nicht? Und im Augenblick, da wir nicht zusätzliche Arbeitslose produzieren können von Staats wegen, versuchen wir über Subventionen zu sparen. Ich bin mal gespannt, in welchem Umfange das der SPD gelingt. Nicht, obwohl die Idee nicht schlecht ist, zunächst mal alle 10% aller Subventionen zu streichen, bei Landwirtschaft, Bergbau, Werften und so weiter. Aber der stärkste am stärksten subventioniert natürlich der Staat sich selbst. Auch da müsste man anfangen zu sparen. Das heißt, entweder die Beamten- und Angestelltengehälter um 10% senken oder 10% von diesen Leuten entlassen. Das Letztere können wir uns nicht leisten, also müssen wir wohl das Erste versuchen. Nachdem der Staat also versucht worden ist auszubeuten, hat man versucht als letzte Instanz dann noch auszubeuten, durch Bildung von Kartellen, legalen Bildung von Kartellen, Verschmelzung von Unternehmen, den Wettbewerber zu reduzieren, den Wettbewerb zu reduzieren. Und durch die Reduzierung des Wettbewerbs, dadurch, dass die Pharmaindustrie, chemische Industrie, Finanzindustrie, sagen wir es ruhig mal so, und so weiter zusammengeschlossen haben, versuchten, einen Monopolisten zu bauen oder einen Oligopolisten zu bauen und auf diese Weise den Wettbewerb zu regulieren von Seiten jetzt des Produzenten, nicht des Nachfragers. Das bringt natürlich dann, wenn es gelingt, auch nochmal zusätzlich dem Staat, dem Kapitalisten fähiges Kapital und auf diese Weise sichert es nochmal wieder eine zureichende Rendite. Das ist nun zumindest nach Karl Marx die letzte Stufe, danach gibt es nichts mehr auszubeuten. Wenn wir auch heute wissen, dass sie nicht gelingt. Die sogenannte Globalisierung,
die sogenannte Globalisierung, misslingt aus einem trivialen Grunde, dass sie sich globalisieren, zusammenschließenden Unternehmen bei den Softfacts, mit den Softfacts nicht übereinstimmen. Also die Unternehmenskulturen, die stimmen nicht überein und die Art des kreativen Wissens, Wissen kreativ umzusetzen, stimmen nicht überein. Und drittens stimmt nicht überein die Mobilität, die geistige, aber auch die lokale Mobilität. Das sind die drei Softfacts, neben den Hardfacts, Kapitalarbeit, Grund und Boden. Im 19. Jahrhundert in unserer Zeit wäre es Umweltverbrauch oder Anlagevermögen bei den Hardfacts. Dann wird man versuchen, jetzt aufgrund der Übereinstimmungen im Bereich der Hardfacts und hier vor allen Dingen in der Übereinstimmung des Kapitals oder der Vertreter des Kapitals, Unternehmen zusammenzuschließen und dabei nicht auf die Softfacts achten. Und ein solcher Zusammenschluss ist notwendig misslingend. Also bei inkompatiblen, wesentlich inkompatiblen, es sei denn, man schmeißt die andere Hälfte des erworbenen Unternehmens, die macht die Mitarbeiter des anderen Unternehmens raus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Die Versuche dazu gibt es. Nicht? Also die meisten scheitern daran, dass die Werte in dem Sinne von Vibes, Werte, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse, nicht bei allen beiden, bei den beiden verschmolzenen oder wie auch immer vereinten Unternehmen nicht übereinstimmen. Wenn sie nicht übereinstimmen, kommt es auf der Führungsebene, spätestens auf der Führungsebene, zu Auseinandersetzungen. Und zwar zu unaufhebbaren Auseinandersetzungen. Zum Zweiten aber auch die Mobilität. Nicht? Ein amerikanisches Unternehmen setzt auch lokale Mobilität in einer Weise voraus, die uns Europäern fremd ist. Ganz abgesehen von der geistigen Mobilität, die bei uns eine nicht unerhebliche Rolle spielen sollte zumindest. Und auch lange Jahre, lange Jahrzehnte hindurch gespielt hat. Als Drittes dann das innovative Wissen. Es gab mal eine Zeit, in der wir von Wissensgesellschaft sprachen. Dabei ist aber das Computerwissen mit gemeint. Das kann man also leicht abrufen. Wenn man einen Computer halbwegs beherrscht, kann ich erfahren, was ich in Lithium 3 ist über Lithium 3 in den letzten 20 Jahren. Und nein, es geht hier um kreatives Wissen. Kreativ meint das Gegenteil, das Denken gegen Regeln, ein Wissen, das gegen die Selbstverständlichkeiten denkt, während der Computer normalerweise Wissen hat, das in Richtung der Selbstverständlichkeiten denkt. Wenn man hier denkt, mal in Anführungszeichen setzt. Denn das Denken gegen die Regeln hat einen großen Vorteil für sich und ist deshalb vom Computer nicht nachahmbar. Die Menge der Regeln, gegen die gedacht werden kann, ist nämlich offen. Also das Ergebnis ist eine offene Menge. Wenn ich ein bestimmtes Wissen habe, dann kann ich ein Gegenwissen aufbauen in vielhundertfacher Gestalt, in einer offenen Menge. Und das bringt, soweit wir heute wissen, vorläufig jedenfalls noch kein Computer fertig. Es ist aber notwendig, wie Sie alle wissen, für ein geschicktes, sinnvolles Führen im Unternehmen, dieses Wissen gegen Regeln, nicht nach den Regeln, die der Computer vorgibt, dieses Wissen gegen die Regeln als Grundlage ökonomische Entscheidungen zu machen. Wer in Selbstverständlichkeiten denkt, wird sehr bald geschluckt werden.
Ja, das wäre also zunächst mal die Grundlage des makroökonomischen Zurückgehens von Verantwortung und Vertrauen. Wir dürfen nun nicht vergessen, dass wir als Mitglieder eines sozialen Systems auch an den Grundlagen dieses Systems bewusstseinsmäßig teilhaben. Das heißt, wenn die großen Systeme, politischen, ökonomischen Systeme, nicht mehr Verantwortung und Vertrauen bereit sind und in der Lage sind aufzubringen, dann schlägt das auch auf einzelne Menschen durch. An einem Beispiel, wer in einem Unternehmen arbeitet, in dem nicht Vertrauen das Miteinander regiert und nicht die Verantwortungsbereitschaft vorhanden ist, dann verliert der Einzelne sehr bald Vertrauen und Verantwortungsbereitschaft. Das geht sogar so weit, dass man runtergehen kann bis zur Familie. Wenn einer Familie Vertrauen und Verantwortungsbereitschaft als Institution nicht da sind, es handelt sich jetzt nicht um Macht, sondern es handelt sich, wenn man will, um Distributionsfragen, Verteilungsfragen innerhalb der Familie, in denen sich Verantwortung und Vertrauen zeigt, dann wird sehr bald der Einzelne auch keine Vertrauensfelder mehr aufbauen können mit seinen Schulkameraden, sondern wird sie ausnutzen, wird auch keine Verantwortung mehr aufbauen können gegenüber seiner eigenen Berufsausbildung und gegen seiner eigenen Fähigkeit, sich im Rahmen des Möglichen zu entfalten. Und damit wären wir jetzt bei der individuellen Ausbildung zunächst mal, Verantwortung. Bei der individuellen Verantwortung. Was haben wir für Verantwortung? Was tragen wir für Verantwortung? An erster Stelle mal uns selbst gegenüber. Wenn wir die nämlich nicht tragen, dann ist alles andere eine Pseudo-Verantwortung, eine gemachte Verantwortung, eine Verantwortung, die wir realisieren, um nicht sozial bestraft zu werden oder so etwas. Welche Verantwortung haben wir uns selbst gegenüber? Wir haben die Verantwortung uns selbst gegenüber, die Begabungen und Fertigkeiten und Fähigkeiten, die wir haben, zu eigenem und fremdem Nutzen zu entfalten. Das ist die erste Verantwortung, die wir haben, uns selbst gegenüber und auch unserer unmittelbaren Umwelt gegenüber. Also die Begabungen und Fähigkeiten, die wir haben, zu eigenem sehr wohl, und fremdem Nutzen zu entfalten. Früher sprach man mal von Selbstentfaltung. Man kann das ruhig Selbstentfaltung nennen, obwohl Selbstentfaltung ein so schillerndes Wort geworden ist, dass man lieber und besser davon nicht mehr spricht. Nicht nur seitdem die Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung als Entfaltung gegen andere gedacht worden ist und Selbstverwirklichung eine Verwirklichung gegen andere gedacht worden ist in den Ende der 60er Jahre. Da ist es wohl besser, wir sprechen dieses Wort nicht, verwenden dieses Wort nicht mehr. Wir haben aber eine Verantwortung uns selbst gegenüber. Nicht für die von Ihnen etwas vom Christentum gehört haben, möchte ich mal erinnern an das Gleichnis von dem Herrn, der auf die Reise ging und dem einen 10 Talente gab und dem anderen 5 Talente und dem dritten ein Talent und dann geguckt hat, was er aus den Talenten gemacht hat. Nicht, der eine hat 10 dazu gewonnen, geh ein in die Freude mit deines Herrn, der andere 5, nicht, und der andere hat ein Talent gewonnen, hat es vergraben, hat keines dazu gewonnen, hat nichts aus dem gemacht, was in ihm steckte. Und er wurde dann verworfen. Ging nicht ein in die Freude deines Herrn. Sondern weil du gedacht hast, ich sei ein strenger Richter und deshalb kann ich dich nicht weiter
eingehen lassen in die Freuden deines Herrn. Die zweite Verantwortung, die wir haben, ist sicher die Verantwortung gegenüber den Menschen, die wir begleiten. Ich will nicht sagen führen. Die wir begleiten, die Menschen, die neben uns sind oder mit uns sind. Auch da tragen wir eine Verantwortung. Und hier stellt sich dann das Wort Verantwortung, damit es überhaupt erträglich ist, in die Frage, wem gegenüber müssen wir Antwort geben? Nicht verantworten heißt der Antwort geben. Wem? Wem gegenüber müssen wir verantworten, wie wir uns verhalten gegenüber anderen Menschen, mit denen die uns nahe sind, sei es beruflich, sei es privat. Da liegt es natürlich am nächsten, für die, die religiös erzogen worden sind, dem lieben Gott, nicht zu sagen, gegenüber müssen wir es verantworten. Da die meisten Menschen aber da nicht mehr richtig dran glauben, jedenfalls nicht mehr an einen Gott, dem man etwas gegenüber verantworten müsse. Ich will nicht sagen in der Theorie, da glauben es vielleicht noch manche, aber in der Lebenspraxis nicht. So muss es eine Instanz geben, die größer ist als ich selbst, der gegenüber ich Antwort geben muss, warum ich, auf die Frage, warum hast du das getan? Das kann die Menschheit sein, das kann meine individuelle Lebensgeschichte sein, gegenüber der ich Verantwortung trage, die auch größer ist als ich selbst. Das kann aber auch letztlich mein Gewissen sein, denn das Gewissen transzendiert unser konkretes, reales Denken und Tun erheblich, ist also uns übergeordnet. Unserem Handeln, unserem Denken, unserem Sprechen. Ja, und was versteht man unter Gewissen? Ich habe das letzte Mal darüber schon ein paar Sätze gesagt. Na, ich muss ein bisschen auf die Mikrofone achten. Ein Gewissen ist nicht etwa das, was man nach der Handlung hat, ein gutes oder schlechtes Gewissen. Das hat mit Gewissen gar nichts zu tun. Das ist eine soziologisch adressierte Instanz, die mich davon abhält, in Zukunft mich nicht sozial falsch oder sozialwidrig zu verhalten. Das Gewissen ist ein Urteil, das der Handlung vorhergeht über die sittliche Qualität der Handlung. Vorhergeht. Und wenn ich mich jetzt frage, wie viele Menschen haben ein Gewissen, sind überhaupt, haben einen normativen Katalog, der ihnen es ermöglicht, einen Entscheid zu treffen über die zukünftige Handlung und deren sittlichen Qualität? Nein, wir alle haben ein gutes Gewissen und ein schlechtes Gewissen, das nannte man im Lateinischen mal Conscientia, Konsequenz, also das nachfolgende Gewissen. Das für die Sittlichkeit der Handlung ohne jede Bedeutung und hat einzig und allein den Zweck, weil es uns adressiert worden ist, uns zu sozialverträglichen Menschen zu machen, hat was mit sozialem Gewissen zu tun, aber nicht mit Gewissen in einem sittlichen Sinne. Gewissen im sittlichen Sinne liegt der Handlung voraus und wer hat schon erstens, das setzt zwei Dinge voraus, Verantwortung, hat schon erstens ein höchstes sittliches Ziel, an dem er sich orientieren könnte, um die sittliche Qualität der kommenden Handlung beurteilen zu können, verantwortet beurteilen zu können. Und wer tut denn, wenn er schon einen solchen höchsten sittlichen Wert hat,
denn auch diese kommende Handlung vor diesem sittlichen Wert verantworten? Wer tut das schon? Ich nehme mal an, das tun in wichtigeren Dingen vielleicht 2% der Erwachsenen. Das heißt, 98% sind verantwortungslos. Die handeln deshalb sozialverträglich, weil sie Angst haben, sie könnten sonst sozial bestraft werden. Nicht? Oder aus sonstigen Gründen. Vielleicht auch der eine oder andere noch aus religiösen Gründen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist die Bildung der individuellen Sittlichkeit und die Befolgung deren Normen im konkreten Handeln. Alles andere hat mit Verantwortung nichts zu tun. Und wenn ich bin jetzt nur in einigen Unternehmen auf dem Aufsichtsrat, ich baue das so ziemlich ab jetzt allmählich, nachdem schon ein zweites Unternehmen trotz meiner ernsthaften Bemühungen dicht machen musste. Denke ich, es hat keinen Zweck, jemandem zu sagen, hier entschuldigen Sie mal, hiermit kriegen Sie den Auflösungsvertrag Ihres Bestellungsvertrages und als neuen Vorstand bestelle ich folgenden Herrn, der etwas von Ökonomie versteht. Nicht? Was hat das für einen Zweck? Gegen den bestehenden Vorstand auf diese Weise einen Vorstand einzusetzen. Also wenn ich gerecht verantwortet wäre, müsste ich dieses tun. Denn es ist eine sittliche Aufgabe, den Bestand eines Unternehmens, insofern es keine verwerflichen Güter produziert, zu sichern. Und den Bestand eines solchen Unternehmens zu sichern, kann voraussetzen unter Umständen sehr harte Eingriffe in den Vorstand. Wenn Sie heute einmal zuschauen oder parallel aufeinander versuchen abzubilden, die Prozesskosten und die Wertschöpfung, dann werden Sie Abweichungen sehen. Sie können standardisieren auf die Prozesskosten, dann kommen da so komische Kurven in dem Bereich der Wertschöpfung. Sie können ziemlich sicher sein, dass in 90%, wahrscheinlich viel mehr, in 90% der Abweichungen bei der Herstellung vergleichbarer Produkte, die Prozesskosten zu hoch sind, verglichen mit der Wertschöpfung aufgrund von Managementfehlern. Ganz selten aufgrund von unfähigen Mitarbeitern, ganz abgesehen davon, dass die Einstellung unfähiger Mitarbeiter eines der übelsten Managementfehler ist, die man machen kann. Nicht? Also auch hier, ich habe das nur als Beispiel verwandt, zeigt sich Verantwortung im Unternehmen. Nicht? Oder Verantwortung in der Erziehung. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich meinen Sohn ideal erzogen habe. Manchmal ist er ein ausgesprochener Frechdachs bei seinen 20 Jahren. Muss er wahrscheinlich ja auch. Aber ich habe ihm gesagt, als er ins Internat wollte oder kam, musste, weil er mit keiner Haushälterin zurechtkam. Zwei Dinge, du kannst alles tun. Erstens darfst du keinem Menschen schaden, willentlich, vorsätzlich Schaden zufügen.
körperlichen, seelischen, sozialen Schaden. Zweitens, musst du das verantworten können, was du tust. Dann kamen zwei große Kinderaugen, guckten mich an, verantworten, was heißt das denn, Senior? Da habe ich gesagt, dann fangen wir mal ganz von vorne an. Der höchste sittliche Wert bei Aristoteles war die Tapferkeit. Also, sei tapfer. Ja, und wie zeige ich, wann bin ich tapfer? Soll ich, wenn ich zurückschlage oder wann? Nö. Du bist tapfer, wenn du drei Tugenden beherrschst. Sogenannten Primärtugenden. Erstens Zivilcourage. Wenn du sagst, dass, wenn du etwas für falsch hältst, dass du das auch sagst, dass, warum du es für falsch hältst. Zweitens kreativer Ungehorsam. Und drittens die Konfliktfähigkeit. Nicht einer Schwierigkeit ausweichen, weil es einen Konflikt geben könnte, wenn man ihr nicht auswiche. Wenn du das tust, bist du tapfer. Ja, das hat er dann auch getan. Das hat zwar dazu geführt, dass er vom Internat flog, wegen bodenloser Frechheit und eine Durchschnittsnote von 5,1. Er hat in Latein eine 6, alles andere 5. Und dann kam er auf eine neue Schule, auf eine kaufmännische Schule, wo er ein kaufmännisches Abitur machen kann. Und jetzt sein erstes Zwischenzeugnis, hat mich hier umgehauen, war 1,6 Durchschnittsnote. Mit Ausnahme von Englisch und noch hat er alles 1 und 2 gehabt. Nicht die haben diese beiden, die haben die Primärtugenden anerkannt in der Schule. Und dadurch bekam er plötzlich hervorragende Noten. Und der Schulleiter hat ihm gesagt, ja, wenn er jetzt Abitur machen will, im nächsten Jahr, nicht in diesem Jahr, ist er noch nicht so weit, dann, und er bleibt so einigermaßen, dann bekommt er ein Zeugnis mit 1,1. Das heißt, in Englisch wird er immer 3 bleiben, aber alles andere wird er 1 haben. Ich muss zwar gelegentlich mithelfen, kriege dann nachts um 12 Uhr einen Anruf, Papa, kannst du mir mal sagen, was irgendwelche Kostenpositionen sind, was kalkulatorische Kosten sind. Ich muss morgen 3 Beispiele dafür haben. Gut, dann sage ich ihm halt 3 Fälle von kalkulatorischen Kosten. Also ein bisschen Beihilfe, Nachhilfe gebe ich ihm schon. Aber mehr als per Telefon anfragen, mehr nicht. Ja, und das Dritte, was er jetzt lernen muss, nachdem er zweimal aufgefallen ist, wegen Fahrens ohne Führerschein, er muss jetzt noch die Spielregeln lernen. Also ich sage ihm nie, das musst du tun, das darfst du nicht tun, sondern ich gebe nur die Randbedingungen. Erstens, keine Menschen schaden, zweitens, deinem Gewissen unbedingt gehorchen und drittens, die Spielregeln der Gesellschaft befolgen. Und die Spielregeln sagt eben halt, wenn man ein Auto fährt, braucht man einen Führerschein. Ja? Er war der Meinung, wenn ich Auto fahren kann, dann kann ich Auto fahren. Und da Fuerteventura schon Wettfahrten gemacht hat mit hervorragenden Autofahrern und immer der Beste war, denke ich, er kann wirklich Auto fahren. Jedenfalls wesentlich besser als ich. Und ich habe seit 1950 einen Führerschein. Ja, nächstes ist es das Dritte. Er muss lernen, sich an die Spielregeln zu halten. Aber ich sage nicht, was er tun muss und was er nicht tun muss oder was er tun darf und lassen darf, sondern ich versuche, ihn zur Verantwortung zu erziehen. Was du tust, musst du selbst verantworten. Du kannst alles tun, wenn du es nur verantworten kannst.
mit den beiden Begleitregeln oder der einen Begleitregel ein bisschen auf die Spielregeln der Gesellschaft achten. Ja. Tun Sie das oder sagen Sie Ihren Kindern immer noch, das darfst du tun, das darfst du nicht tun, das, ohne das zu begründen, ohne damit Verantwortung wachzurufen. Ja, ich habe ursprünglich gefürchtet, dass er mit diesen drei pädagogischen Grundregeln, also Rahmenregeln, ohne jede Füllung, materielle Füllung, Schwierigkeiten haben wird auf der Schule. Auf einer hat er sie ja auch, auf der anderen nicht mehr. Schwierigkeiten haben wird, da habe ich gesagt, damit muss er fertig werden, dann muss er sehen, wie er da rauskommt aus den Schwierigkeiten. Ist er auch rausgekommen, hat sich selbst eine neue Schule ausgesucht und so weiter. Und er muss lernen, die Verantwortung zu sagen, warum er was tut. Verantworten, antworten. Und zwar seiner obersten Instanz, die wir alle haben, unserem Gewissen gegenüber. Das Zweite, ich meine, diese grundsätzliche makroökonomische Verantwortung und das makroökonomische Vertrauen sind so weit hinüber, dass man darüber nicht mehr sprechen kann. Es sei denn, du wünschst, dass ich darüber auch noch was sage. Es gibt eine Möglichkeit, darüber zu sagen, nämlich den ganzen Globalisierung auf den Müll werfen und kleine 200 bis 250 Mann große Unternehmen zu gründen. Da ist Verantwortung möglich. In einem globalisierten System ist Verantwortung nicht möglich. Gut, das nächste wäre dann Vertrauen. Ich habe es schon einmal erzählt, ich will es noch einmal erzählen, versucht herauszufinden, wann das Verhältnis zum unmittelbaren Vorgesetzten gut ist. Und da haben wir die gewerblichen Mitarbeiter von zwei großen Unternehmen eine Stichprobe gezogen und die befragt. Und die weitaus meisten haben angekreuzt, ich kann ihm vertrauen. Und dann wussten wir nicht, was Vertrauen bedeutet. Es kann ja sehr verschieden, sehr verwaschener Begriff sein. Und da haben die weitaus meisten der Mitarbeiter angekreuzt, als wir dann von dieser Stichprobe nochmal eine Stichprobe machten, statistisch nicht ganz sauber, angekreuzt, wenn ich was falsch gemacht habe, kann ich ohne Angst mit meinem Vorgesetzten darüber sprechen. Das Vertrauen. Wenn ich an solches Unternehmen komme, in dem das üblich ist, dass wenn ein Mitarbeiter, ein Außendienstmitarbeiter oder wer auch immer Mist gebaut hat, er ohne Angst zu seinem Vorgesetzten gehen kann, um mit ihm darüber zu sprechen, wie können wir das wieder ausbügeln, was kann man da wieder glatt machen und was nicht. Worauf muss ich in Zukunft achten, damit das mir nicht nochmal passiert. Also, dann ist meine Unternehmensberatung, was die Unternehmenskultur betrifft, gleich null. Brauche ich gar nicht mehr zu machen. Da mache ich noch Strukturberatung. Nicht? Also, wie kann man eine Unternehmensstruktur optimieren? Aber nicht mehr die Kultur, obwohl normalerweise von mir erwartet wird, dass ich meine beratende Tätigkeit im Wesentlichen auf die Unternehmenskultur richte. Aber die Unternehmenskultur soll ja auch Geld bringen, nicht? Und soll nicht Geld kosten. Und deshalb muss man auch noch bestimmte Strukturen einziehen, die es erlauben, Grenzkosten und Wertschöpfung, die vor dem Hintergrund einer bestimmten
Unternehmenskultur erbracht, tatsächlich langfristig den, nach Marx würde sagen, das disponible Kapital vermehrt haben oder langfristig, ja, sagen wir ruhig mal, das disponible Kapital vermehrt haben. So ist es nicht schlecht, nicht? Kann natürlich auch, wenn man lieber andere Größen haben will, bitte nicht langfristig das, bitte? Den Shareholder Value zu verbessern, bitte nicht, ja? Ja, wenn Sie unter Shareholder Value noch zu dem den Bilanzgewinn verstehen sollten. Langfristige Verbesserung des Bilanzgewinns ist kein sinnvolles unternehmerisches Ziel, was 1830 schon Saint-Simon deutlich beschrieben und erkannt hat. Ja, nun, das Vertrauen. Das ist ja nur ein Beispiel gewesen von Vertrauen. Wann vertraue ich einem Menschen? Ich vertraue einem Menschen dann und immer dann, wenn ich angstfrei mit ihm sprechen kann, auch über Dinge, die mir misslungen sind. Dass das gleichzeitig das Vertrauen unter dem Gesetz der Klugheit liegt, das ist selbstverständlich. Dass man nicht alles unbedingt erzählen muss, das ist damit mit Vertrauen nicht gemeint, sondern dass man über das Wichtige spricht. Und wichtig sind in manchen Partnerschaften Dinge, die gar nicht als wichtig erkannt werden. Ich habe mal, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen dabei war, in einem Seminar, ein Partnerschaftsseminar, da sollten die Partner berichten über das, was ihnen besonders am Partner gefiel oder weniger gefiel. Und da hat eine Dame gesagt, du hast mich noch nie dafür gelobt, dass ich unseren Sohn großgezogen habe. Ist weinend rausgelaufen und war den ganzen Abend nicht mehr so richtig zu beruhigen, nur mit Mühe zu beruhigen. Damit ist Vertrauen, war hier offensichtlich nicht gegeben. Aus irgendwelchen dunklen Gründen des latenten Misstrauens, aktiven oder passiven Misstrauens, scheuen sich manche Männer, ihrer Frau zu sagen, dass sie sie lieben. Warum eigentlich? Nicht, sie sagen, ach, ist ja, dann bringe ich halt mal Blumen mit und Pralinen mit und das ist doch dann selbstverständlich, ich rufe jeden Abend an. Ist doch klar, dass ich sie liebe. Brauche ich doch nicht erst zu sagen. Das stimmt nicht. Viele Frauen sind so, dass sie nur das glauben, was man sagt, nicht was man tut. Aber auch Männer wollen das mal hören. Aber die Männer kriegen es ja meistens oft genug gesagt, nicht? Du, ich liebe dich oder so, aber die Männer schauen. Ja, okay. Die Männer haben eine größere Scheu zu sagen, ich liebe dich, als umgekehrt die Frauen den Männern, normalerweise. Und da glaube ich, sollte man sich mal fragen, warum eigentlich? Warum habe ich eine Scheu zu sagen, ich liebe dich? Wahrscheinlich ist da irgendwo das Vertrauen nicht groß genug. Nicht? Stimmt das denn auch wirklich? Oder lüge ich jetzt? Oder heuchle ich jetzt? Oder so? Oder ist mein Vertrauen wirklich so groß, dass ich ohne Schwierigkeiten sagen kann, nein, ich liebe dich? Schön, Klaus. Schön. Ich habe was ganz anderes gesagt. Ja.
Nicht LMA, nicht? Brauchst nicht, ich brauch es rot zu werden, so schlimm war es nicht. Das Vertrauen ist eine Sache, die in frühester Kindheit gelernt wird, im sogenannten Urvertrauen. Und zwar im zweiten und dritten Lebensjahr, nee, im ersten Lebensjahr sehr oft schon, wenn das Kind lernt, Mutter kommt doch immer wieder, ich kann ihr vertrauen, sie kommt doch immer wieder zurück und hat mich doch immer lieb. Nicht auf diese Weise wird dann Vertrauen gelernt oder nicht gelernt. Es gibt Menschen, die urmisstrauisch sind. Genauso wie es Menschen gibt, die verantwortungslos sind. Das Gegenteil von Verantwortung ist halt verantwortungslos und Vertrauen ist Misstrauen. Menschen, die ursprünglich misstrauisch sind, sich selbst nicht vertrauen, anderen Menschen nicht vertrauen, Situationen nicht vertrauen, die prinzipiell, bei denen prinzipiell Vertrauen erst mühsam erworben werden muss und dann auch schnell bei der kleinsten Enttäuschung verloren geht. Auch solche Menschen gibt es. Und auch solche Menschen sind im Betrieb, im Unternehmen oft wichtig und man muss auf sie eingehen. Ich bin der Meinung, dass Vertrauen und Verantwortung etwas völlig Verschiedenes sind. Wenn ein Mensch verantwortungslos ist, dann hat er in einem Unternehmen, in einer Führungsposition nichts zu suchen. Ist er aber im Vertrauen geschwächt, kann er nicht leicht um sich ein Vertrauensfeld aufbauen oder ein Vertrauensfeld akzeptieren, dann kann das ein sehr wertvoller Mitarbeiter sein, um den man sich Mühe geben muss. Denn Vertrauen kann nur gelernt werden, dadurch, dass ein Mensch Vertrauen empfängt. Wenn ein Mensch nur Misstrauen empfängt, dann verlernt er auch das Vertrauen. Also ist sicher das Vertrauen schenken eines der wesentlichen Voraussetzungen. So, dann fassen wir nochmal kurz zusammen. Vertrauen, also mangelndes Vertrauen, mangelnde Verantwortung, Misstrauen besser und Verantwortungslosigkeit scheinen mir eine Folge eines entwickelten von Sittlichkeit weitgehend sich befreit habenden Kapitalismus zu sein. Was kann man dagegen tun? Sich eben halt von der Sittlichkeit nicht befreien lassen, sondern Sittlichkeit für sich selbst erwerben und auf diese Weise eine Form von Verantwortung und Vertrauen erlernen, die zwar vielleicht von anderen Menschen nicht erwidert wird, die aber für mich gültig ist. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, was Gewissen bedeutet. Das Orientiertsein an einem höchsten ethischen oder sittlichen Wert. Und der höchste sittliche Wert, wie kann ein Leihvortrag anders enden als mit der Aufforderung, ist meines Erachtens handle stets so, dass du durch dein Handeln und entscheiden, fremdes, eigenes und fremdes Leben eher mehrst als minderst. Ich glaube, dass wir in einer unmoralisch gewordenen Welt Sittlichkeit notwendig haben und diese Sittlichkeit praktisch heute sich objektivierbar nur darstellen lässt in dem sogenannten Biophilie-Postulat. Ich sage es noch einmal und damit schließe ich auch, handle stets so, dass du durch dein Handeln eigenes und fremdes Leben eher mehrst als minderst. Dankeschön.